Gleich 17 Uhr, das sind die Themen bei TAF. Verbrechen. Noch mehr gibt's gleich bei uns. 17 Uhr geht's los. Dieses Verbrechen erschüttert heute Deutschland. Ein 25-Jähriger sucht seine vermissten Eltern, gibt Fernsehinterviews und sucht sie per Internet. Nun hat die Polizei zwei Leichen entdeckt, eingemauert im Haus der Familie. Hier ist die ganze unfassbare Geschichte. Wir machen weiter mit einem der bekanntesten deutschen Regisseure. Gegen ihn ermittelt seit gestern die Staatsanwaltschaft wegen einer möglicherweise nicht verjährten Sexualstraftat. Ja, wie sich Dieter Wedel jetzt zu den heftigen Vorwürfen äußert und warum er von Erpressung spricht, hier ist die ganze Geschichte. Ja, es sind Bilder, die keiner von uns je vergessen wird, als Terroristen am 11. September 2001 das World Trade Center in New York zum Einsturz brachten. Eine giftige Staubwolke breitete sich damals über der Stadt aus und darunter leiden heute noch tausende Menschen. Ja, Michelle und Leila zum Beispiel sind damals direkt neben den Türmen zur Schule gegangen, was sie jetzt das Leben kosten könnte. Ja, weiter geht's mit einem ganz anderen Thema. Können Sie auf den ersten Blick einschätzen, ob jemand mit Ihnen flirten will? Oder nicht? Offensichtlich nicht, laut einer amerikanischen Studie. Liegen nämlich Männer mit ihrer Einschätzung komplett falsch. Ist es so schwer, Männer? Ist es so schwer? Ja, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Wir haben es herausgefunden. So, Männer, hinter die Ohren schreiben. Stellen Sie sich mal vor, Ihr Mann würde Ihr komplettes Leben kontrollieren. Er würde Ihren Kleiderschrank aussortieren und Ihnen vorschreiben, welche Sonnenbrille Sie anziehen dürfen. Das klingt wirklich furchtbar, aber genauso läuft es in einem der bekanntesten Ehen Hollywoods ab. Und das sind nicht die einzigen Control-Freaks bei den Celebrities. Es ist soweit, die Oscar-Nominierungen sind endlich draußen. Wer sich freuen kann und wer große Chancen auf den Anti-Oscar, also die goldene Himbeere hat, das gibt's jetzt im TAF-Klatsch. Aufgepasst, jetzt können Sie sparen und noch schöner werden. Ja, aus stinknormalen Kaffeefiltern, die sollen super sein gegen Glanz im Gesicht. Man kann mit braunem Zucker ein tolles Körperpeeling machen und man kann mit seinem Parfüm noch viel mehr anstellen. Sie werden überrascht sein. Mhm. Sich im Kleid verheddern oder mit High Heels stolpern, das ist alles Pipifax gegen das, was einem Model jetzt auf der Bühne passiert ist. Ja, die Dame hat ungeplant einen feurigen Auftritt hingelegt. Definitiv. So geht's bei uns weiter. Diese Themen haben wir gleich hier bei TAF für Sie. Hier, die Burschen kommen im April auf große Deutschland-Tournee, die Harlem Globetrotters. Sie können aber, wenn Sie jetzt gewinnen, die Jungs in Amerika besuchen. Gewinnen Sie jetzt eine Reise für noch 3.000 Euro Reisegeld obendrauf und zwei iPhone 10 für die Fanselfies. Also einfach anrufen unter 01379446000. Kennwort lautet Mega. Sie können auch eine SMS mit Mega an 3x4, 3x1 schicken. Und wir drücken natürlich die Daumen. Ne? Ja, das tun wir auf jeden Fall. Ja, kaum einer will anscheinend mehr auf dem Land wohnen. Laut einer aktuellen Studie ist Mecklenburg-Vorpommern das am dünnsten besiedelte Gebiet Deutschlands, dicht gefolgt von Bayern und Baden-Württemberg. Ja, wir haben uns in 5 Dörfern mal umgeschaut und genau das Gegenteil festgestellt. Da will keiner weg. Tja, jetzt geht's wieder aus der Stadt München weiter. Wir kommen zu einem tollen Gewinnspiel. Im April kommen diese Jungs hier auf große Deutschland-Tournee. Das sind die Harlem Globetrotters. Und sie haben aber die Möglichkeit, wenn sie jetzt gewinnen, die Jungs in Amerika live zu erleben. Und auch gewinnen sie jetzt eine Reise für 2 Personen nach New Orleans inklusive Globetrotters. Das Ganze wird zur Verfügung gestellt von Starwatch. Obendrauf gibt's noch 3.000 Euro Reisegeld inklusive 2 iPhone 10 für die Fanselfies. Also einfach anrufen und 01379 44, jetzt mal aufpusten können. Könnte man auch fahren. 44.6000, Kennwort lautet Mega. Sie können auch eine SMS mit Mega an 3x4, 3x1 schicken. Ganz viel Glück. Viel Glück. Bis später. Wir sind wieder zurück hier bei TAF live aus München. Sie kennen doch alle diese eine Person im Club, die sich eine Choreo nach der anderen ausdenkt. Aber kann man nur anhand des Tanzstils erkennen, auf welchen Song die Person gerade tanzt? Genau das haben wir getestet. Jetzt gibt's eine neue Folge Zappelraten. Viel Spaß!